Es ist Sommer und deswegen Sorbetzeit. Es geht weiter mit Fruchteis. Und zwar ist es heute von Rewe Bio, Sorbet Erdbeere. Davon gibt es noch Zitrone, Mango und die habe ich auch schon probiert. Aber noch keine Reviews dazu gemacht und ich dachte, ich fange jetzt mal mit Erdbeere an, weil ich das gerade im Gefrierfach hatte. Und das immer ganz nett finde, einfach so als kleine Erfrischung zwischendurch. Wir haben eine Pintform, 500 ml, wie ihr hier sehen könnt. Es ist laktosefrei, klar, ist ja auch Sorbet. Von den Farben finde ich das Design eigentlich ganz schön, weil die Farben hier relativ natürlich gehalten sind. Wir können gleich mal den Farbvergleich zum Sorbet innen drin machen. Jetzt vielleicht zuallererst mal ein bisschen hier oben den Becher anschauen. Rewe Bio und hier das Bio-Siegel. Und wir gehen mal hinten drauf auf die Nährwerte. 114 Kalorien auf 100 Gramm und 79 Kalorien auf 100 Milliliter. Beziehungsweise hier steht Proportion 80 Kalorien, oben steht 79. Haben sich wohl ein bisschen vertippt. Ist ja auch egal, diese eine Kalorie, aber ist einfach nur lustig, dass da ein kleiner Fehler ist. Ansonsten haben wir da hauptsächlich, ja, nur Kohlenhydrate eigentlich. 0,2 Gramm Fett auf 100 Gramm, 0,4 Gramm Eiweiß, das ist fast nichts, der Rest ist Kohlenhydrate. Hier haben wir nochmal das Vegan-Zeichen. Und hier haben wir die 500 ml und 350 Gramm, die dicht ist, also so mittelmäßig. Also sehr, sehr dicht wäre es, wenn das deckungsgleich wäre, aber das gibt es kaum. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Bevor ich weitermache mit dem Öffnen, wollte ich noch sagen, das Ganze kostet 2,69 € bei meinem Rewe. Und ja, genau, den Preis wollte ich euch noch sagen. Wir haben also hier einen Deckel, aber es ist bis oben hin voll. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ist einfach nur ein Schutz, weil hier kein Plastik drumherum ist, dass man das nicht schon im Supermarkt öffnen kann. So sieht das Ganze aus. Es ist also eigentlich wirklich bis oben hin voll. Dieses Eiskristallige hier, das kommt jetzt daher, dass ich es habe antauen lassen. Und dadurch, dass im Sorbet ja doch ein sehr hoher Wasseranteil ist, bilden sich da solche Kristalle. Aber es ist absolut nicht schlimm. Während das hier in meiner Hand noch ein bisschen antaut, das ist nämlich relativ warm, können wir auch nochmal schauen, was hinten drauf steht. Und zwar das Rewe Bio Sorbet Erdbeere mit einem Fruchtanteil von 50% wird aus frischem Erdbeerpüree ohne zugesetzt. Genießen Sie den Unterschied. Das werden wir jetzt probieren. Hier haben wir auch nochmal die Zutaten ganz versteckt unten. Erdbeerpüree 50%, die nächste ist dann Wasser, Rohrohrzucker, Glukosesirup, Zitronensaft und Stabilisatoren. Bis auf die Stabilisatoren ist auch alles und das Wasser ist auch alles Bio. Und die Pektine, genau. Und das Johannesbrotkernmehl habe ich überlesen. Da steht jetzt aber unten, es kann Spuren von Ei enthalten. Dann darf man doch nicht vegan draufschreiben, oder? Also, weil hinten ist doch das Vegan-Siegel. Darf man das dann? Das würde mich interessieren, wenn ihr das wisst. Egal, ich bin nicht vegan, deswegen probieren wir dieses Eis jetzt. Es ist schon richtig gut angetaut. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommt der Test. Also geschmacklich ist es richtig lecker. Es schmeckt natürlich kein bisschen unnatürlich. Natürlich kein bisschen unnatürlich. Ihr wisst, was ich meine. Ich mag hier meine Schatten heute. Und es ist auch schön cremig, wenn es so angetaut ist. Und ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wir haben jetzt keine großen Stückchen oder so drin. Es ist wirklich richtige, einfach nur pure Erdbeereiscreme. Erdbeersorbet. Stand ja auch nichts drauf an Stückchen. Und hier ist nochmal der Farbvergleich. Ich finde das Sorbet einfach richtig lecker. Deswegen habe ich es auch schon mehrmals gekauft, weil es sehr, sehr, sehr natürlich schmeckt und die Konsistenz für mich gut passt.
Ja, wenn ihr das mal ausprobiert habt, würde mich das interessieren. Ich werde die anderen beiden Sorten auf jeden Fall auch noch reviewen. Und seid gespannt, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Ich wollte euch das nur noch mal kurz zeigen. Hier, die Konsistenz ist richtig genial. Das ist super cremig, fluffig. Also cremig nicht, aber schön luftig. Und dadurch hat es echt einen guten, sehr, sehr, sehr guten Schmelz auf der Zunge. So, nun melde ich mich doch noch mal ganz kurz. Ihr habt manchmal so ein paar ganz kleine Fruchtstückchen drin. Also so wirklich Erdbeerkerne sozusagen. Hier am Rand seht ihr das auch ein bisschen. Aber ja. Eigentlich ist es wirklich einfach ein Erdbeereis ohne Stückchen oder irgendwas. So, das Eis ist mal wieder alle. Und ja, ich bin sehr begeistert. Ich mag das Eis total gerne. Und es ist nicht zu süß. Genau richtig. Man ist danach nicht eklig voll. Man ist einfach nur, ja, erfrischt. Und man muss natürlich auch nicht den ganzen Becher essen. Richtig gutes Eis für den Sommer.